Ich würde gerne mit dem Jens Martignoni beginnen, diese Diskussion, was eigentlich ist Arbeit? Da sind wir noch im Moment eigentlich wirklich noch in einem embryonalen Stadium. Wenn wir auf die Straße gehen, dann werden wir in 99 von 100 Fällen die Antwort kriegen, Arbeit gleich Lohnarbeit. Ja, das ist sicher so, dass es enorm stark verknüpft worden ist durch die Industrialisierung vielleicht, dass man einfach diesen Eindruck erhalten hat, wenn ich, also Arbeit ist dann, wenn ich in die Fabrik gehe oder in einen Arbeitsplatz gehe, da ist einer, der zahlt mich dafür, der sagt mir, was ich machen soll und dann am Schluss kriege ich den Lohn, dann gehe ich nach Hause und dann kann ich, dann beginnt das Leben. Also diese etwas, diese tägliche Erfahrung, die da gemacht wird, die sitzt noch tief in den Knochen. Ja. Und die andere Erfahrung, dass es eben wirklich darum geht, zu sagen, okay, also Arbeit ist etwas, was ich ja auch ein inneres Bedürfnis habe. Ich möchte ja was beitragen. Das ist eigentlich bei 99,9% der Menschen so. Und die Frage ist noch, was und wie organisieren wir das? Und wie komme ich dann, wenn ich da den ganzen Tag selber irgendwo am Krampfen bin, wie bekomme ich dann am Abend trotzdem ein Abendessen, obwohl ich vielleicht auf dem Bau gearbeitet habe? Also diese Frage, die ist noch nicht beantwortet. Die ganze Erziehungs- und Hausarbeit, das ist ja eben auch Arbeit, die eben nicht als Arbeit gilt vorläufig. Ja. Wie hast du das erlebt, wenn es euch schon seit 20 Jahren gibt? Gibt es da schon einen Prozess in deiner Wahrnehmung, dass sich das schon verändert hat, dass darüber nachgedacht wird? Wo stehen wir da? Auf einer Skala 1 bis 100? Bei 2,5 oder schon bei 6,5? Ja, bei 3. Nein, sehr, also haben vielleicht alle gemerkt, ich bin ja ein bisschen dem Thema ausgewichen. Und das hat eigentlich mit diesen 20 Jahren zu tun. Also diese neuen Arbeitsformen haben einerseits uns selber, als wir vor 20 Jahren begonnen haben, ein bisschen die Frage aufgeworfen, ja, was ist das überhaupt? Und auf der anderen Seite haben wir gemerkt, ja, da stehen Riesenberge dazwischen. Also das Geld und die ganze Geschichte mit der Erwerbsarbeit. Also bevor man dann überhaupt so weit kommt, dass man vielleicht Richtung Fable App oder ähnliche Themen, dass man einfach mal wirklich kreativ einfach hingeht und da was macht. Also von daher sind diese 20 Jahre eigentlich ein Erkenntnisprozess, dass es wirklich sehr, sehr, sehr viel mit dem Geld zu tun hat, dass man vielleicht am besten da einen Hebel ansetzt, vielleicht einen Grundeinkommenhebel einsetzt, dass man überall so Hebel braucht und am Schluss kommen wir dann vielleicht zu diesen Arbeitsformen. Das fand ich sehr spannend bei Roman, dass die Commons-Idee, also das kommt ja dann sehr schnell, dass das bei euch eine Art von Selbstverständlichkeit hat, dass man arbeitet und am Abend wird eigentlich nicht mal als erstes gefragt, wie viel habe ich heute verdient, oder? Ja, das Spannende ist eigentlich, bei allen Vorträgen habe ich dann gemerkt, okay, das erlebe ich zum Teil jetzt jeden Tag, da kommen Leute und sind ein bisschen eben dieses, was du auch gesagt hast, in den Knochen, ist eigentlich drin, ich will mir Geld verdienen. Man entwickelt vielleicht etwas und dann... Ich muss vorläufig auch. Ja, genau, das hat ja dann mit dem Grundeinkommen auch zu tun. Leute kommen und haben vielleicht etwas entwickelt und dann sage ich auch, vielfach sage ich dann, hey, wollt ihr das nicht irgendwie teilen oder so? Und dann ist die erste Idee, dass man sagt, nein, ich möchte damit Geld verdienen oder so. Und spannend ist aber, wenn man dann denen zeigt, hey, es gibt zum Beispiel so eine super Website, die heißt thingiverse.com. Das ist so ein Universum der Dinge, da kann man Dinge hochladen, man kann sie runterladen, man kann sie ausdrucken und das habe ich selbst schon ein paar Mal gemacht und alle Leute, die das auch machen, die merken dann, okay, anstelle von Geld bekomme ich eigentlich Anerkennung. Und Kontakte, weil man sieht dann auch, wie viel mal so runtergeladen wurde, es gibt Kommentare, es gibt Austausch. Und das ist so etwas, das eigentlich wie das Geld ersetzt. In einer gewissen Weise kann man sagen, ist Luxus, wenn man das nicht braucht, aber das Gefühl, das man bekommt, hey, da finden tausend Leute, finden das cool und nützlich. Und das ist schon irgendwas, das ich ja auch selbst schon gemerkt habe. Ich habe auch eine kleine Maschine entwickelt, die da hochgeladen und die wurde jetzt schon 1200 Mal runtergeladen. Also da isst man dann gerne am Abend statt ein Stück Fleisch, nur Kartoffeln und ist aber trotzdem zufrieden. Genau, das ist eben der Punkt. Also es wird einfach ein bisschen ersetzt. Auch dieses ganze Intellectual Property, wenn man einfach sagt, nein, ich will das für mich behalten. Und dann auf der anderen Seite kann man sagen, okay, jetzt haben schon ganz viele Leute davon profitiert. Der Enno Schmidt hat sich gemeldet dazu. Ja, ich glaube nämlich, das ist ganz viel so. Es ist nicht so, dass, also auch was Jens gesagt hat, diese Form der Arbeit, das ist in vielen Unternehmen so. Oder was du sagst, das wird ja praktiziert.
ich glaube, das Problem ist nicht, weil das ist Menschenarbeit. Ne? So funktioniert Menschenarbeit und du kannst die Leute mal immer direkt fragen. Da gibt es kaum welche, die wirklich sagen, ich habe keine Idee von irgendwas, ich bin hier nur des Geldes wegen. Das gibt es auch, aber es ist meistens was anderes. Und ich glaube, das Problem ist nicht, dass das neue, fremde Formen wären. Ihr untersucht das, das ist prima. Aber ich glaube, das Problem ist, dass wir da einfach gewohnt sind, so ein merkwürdiges, hartes Macho-Denken zu haben, was Arbeit zu sein hat, um zu verdrängen, was das eigentlich dauernd ist für die Menschen, was das auch seelisch ist die ganze Zeit. Und diese Trennung zwischen bezahlter Arbeit und nicht bezahlter Arbeit kommt viel, weil wenn du das zusammenbringen würdest, dann müsstest du kapieren, dass das, was eine Mutter macht zu Hause mit den Kindern, nichts anderes ist, als was du auch in der Firma machst. Und auf einmal hättest du eine ganz andere Verantwortung. Also ich glaube, die Wirklichkeit, die ist schon sehr so, wie wir darüber sprechen. Aber was wir propagieren in der Mütze oben, das ist so krank. Ja, das Misstrauen ist natürlich gewaltig. Also immer, es geht ja auch immer darum, diese Buchhaltung zu machen. Also trägt da jeder was bei? Da gibt es so faule Kerle, die Sozialhilfeempfänger und so weiter. Die tragen ja gar nichts bei und so. Also diese Selbstgerechtigkeit, die uns da eingeimpft wird oder gewissen Leuten zuvorderst ist, das ist wirklich, ja, das ist alte Kacke, kann man sagen, wenn man es jetzt ein bisschen brutal sagt. Du hast schon ein paar Mal genickt, Hartwig, jetzt im Verlauf, und da war das Stichwort Misstrauen gegenüber diesem Creative Commons. Und das spürt man ja gerade bei Künstlern sehr, sehr stark. Und da sind notabene sehr viele Leute darunter, die von den Ideen dieser, sagen wir mal, neuen Welt, einer neuen Art des Miteinanders eigentlich durchaus angetan sind, die sich eigentlich in einer gewissen Weise auch dieser Bewegung zugehörig fühlen, aber dann wird ganz stark abgeblockt. Warum ticken denn die Programmierer im Großen und Ganzen, da gibt es auch die, die alles nur für sich wollen, so anders? Ich kann das eigentlich nur mit einer Unterstellung beantworten, weil ich natürlich nicht für alle Urheber reden kann. Ich habe einfach festgestellt, dass die meisten Urheber eine panische Angst haben vor dem Ideenklau. Also man könnte mir meine Idee klauen. Und das scheint ja sowieso geschieht. Ja, und vor allem, es ist gar völlig unmöglich, etwas kreativ zu machen, ohne es aufzubauen auf dem, was andere Leute kreativ gemacht haben. Das heißt, das Originalgenie, was voraussetzungslos etwas schafft, das gibt es gar nicht. Und die Fiktion, die gesetzliche Fiktion, dass jeder isoliert Werke aus seiner Seele herausschaffen muss, ohne irgendwelche Einflüsse von anderen, ist eine Perversion, die eigentlich eben dazu dient, die Intellektuellen voneinander zu isolieren, statt dass sie kooperieren miteinander. Dann wäre eigentlich die... Aber jetzt, warum ist das so? Warum hat man so viel Angst davor, dass die Idee geklaut wird? Ich glaube, die meisten Künstler, viele Künstler und Urheber, sehr verschieden, kriegen relativ wenig Geld. Das heißt, sie kriegen Reputation, aber sie leben knapp. Und viele sind aber davon motiviert, dass es diese 1 zu 1000 Chance gibt, dass sie ganz viel Geld machen könnten. Und wenn man ihnen die Idee klaut, dann hat man ihnen diese 1 zu 1000 Chance kaputt gemacht. Und sie haben noch nicht verstanden, dass sie eine 1 zu 1000 Chance hätten, in einer Kooperation mit vielen anderen aufgehoben zu sein, vielleicht halt nicht 1000-mal mehr zu verdienen als andere, sondern nur 1,5-mal so viel, aber dafür aufgehoben sein statt der Star sein. Aber es hat natürlich schon eine Startkultur heutzutage, das ist halt so. Das ist eben, also du versuchst den Superstar bis zu Du sagst heutzutage, es hat natürlich sehr viel damit zu tun, wie wir heute organisiert sind. Also ich kenne selbst Musiker, die sind effektiv darauf angewiesen, die leben karg von ihrem Visa-Geld, machen tolle Arbeit, die würden jetzt das etwas kritischer sehen, aber irgendwie am Horizont sieht man ja da auch schon die Lösung und das ist das Grundeinkommen. Du bist selbst Künstler, Enno, ja. Und des Künstlers Brot ist hart, also gehört ja ein bisschen dazu eigentlich, sonst ist man kein richtiger Künstler. Irgendwie schwebt das auch noch. Nein, also ja. Aber in gewisser Weise würde das Grundeinkommen diese Urheberrechtsgeschichte entschärfen, oder sehe ich das? Ja.
zum Künstler, also ich habe Gott sei Dank gut gelebt als Künstler davon und dann habe ich den Gedanken gehabt, die Kunst ist doch eigentlich in den Unternehmen und dann habe ich nicht mehr so gut davon gelebt. Also das ist auch immer so eine Sache und das mit dem Creative Commons finde ich eben so interessant, weil du da diese Blockade auch hast, dass du ein altes Denken hast, was verhindert, dass heute die Sachen, die nötig sind, stattfinden. Bei dem Film, den ich gemacht habe zum Beispiel, das ist natürlich ein Problem, du musst dann suchen, wer gibt das frei. Und bei Creative Commons finde ich eine Sache ganz wichtig, der Autor wird genannt. Das ist absolut wichtig und das findet statt. Aber dieses Festhalten, weißt du, als wenn du Verstopfung hast und kannst nicht loslassen, immer muss es bei dir bleiben. Das ist eben eigentlich heute nicht mehr richtig. Und ich glaube, Grundeinkommen macht in vielen Dingen eine Lösung, eben auch in dem, dass du nicht mehr dran klammern musst als Künstler, damit muss ich Geld verdienen. Also ich meine, ich kenne auch Zeiten, in denen ist Geld da und dann hast du das gar nicht so. Und das ist wunderbar, wenn ich jetzt erlebe, was weiß ich, wo überall zitiert wird, was ich da gedichtet habe, da freue ich mich, weil ich muss kein Geld daher ziehen. Grundeinkommen entspannt einfach. Grundeinkommen macht so vieles möglich, was heute mal neu gedacht werden muss. Das finde ich eben so entscheidend. Die ganze digitale Geschichte, nur eine kleine Klammer, die ist eigentlich für diese Diskussion, die wir jetzt hier führen, oder auch im Großen und Ganzen, schon much entscheidend. Also da hat sich schon dermaßen viel geändert, haben sich dermaßen viele Paradigmen grundsätzlich auf den Kopf gestellt in den letzten 25 Jahren. Ja, also ich meine jetzt in verschiedenster Hinsicht. Ich glaube, wenn es um die eigentlichen zugrunde liegenden Werte geht, dann nein. Also das Grundeinkommen hat genauso viel Sinn vor der Einführung, Erfindung des Computers. Die Reflexion über was Arbeiten ist und wie man arbeitet, hätte genauso viel Sinn vor der Einführung des Computers. Fairbleib würde wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber wenn es um die Werte geht, ist es nicht die Digitalität, die much entscheidend alles umgedreht hat. Was aber natürlich viel verändert worden ist durch das Digitale, ist, dass wir weggekommen sind von der industriellen Massenproduktion dank dem Computer. Weil der Witz ist, alles, was repetierbar ist, kann man heute an Maschinen delegieren. Das ist sowohl in der Bürokratie wie beim Kopieren etc. So dass was übrig bleibt für die Menschen, ist das, was nicht repetierbar ist. Das heißt, genau die Dinge, die man nicht mit Qualitätskontrolle in den Griff kriegen kann, genau die Entscheide, die man jetzt eben fällen muss, weil es ein Spezialfall ist, die bleiben bei den Menschen. Und diese neue Situation, dass eben die Kreation selber 80% der Produktion ausmacht und das Kopieren praktisch gratis ist, das ist geschuldet der digitalen Revolution. Weil darum brauchen wir nicht mehr ganz riesige Investitionen und komplizierte, teure Druckmaschinen oder komplizierte, teure CD-Glassmaster-Replikationsmaschinen zu bauen. Früher war das Herstellen der Kopie das Teure und der Autor, der hat sowieso nur 2% oder 5% gekriegt. Oder? Heute ist der Autor ins Zentrum getreten und eigentlich müssten sich jetzt die Machtverhältnisse umdrehen und der Autor müsste den Verleger als Dienstleister anstellen, statt dass er sich in einen Wahnsinnsvertrag mit den Verlegern begibt, wo er noch 70 Jahre nach seinem Tod hat. Also ich sehe noch den Aspekt natürlich, dass schon ein sehr starker Einfluss da war. Also ich denke, wenn wir die Industrialisierung betrachten, war das eine sehr hoch, also eine sehr gut intelligente Zusammenarbeit von ganz vielen Leuten, aber unter Zwang. Die mussten da in der Fabrik jeder sein Rädchen drehen und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und die Digitalisierung hat eigentlich dazu beigetragen, dass das aufgelöst wurde. Der Zwang fällt weg. Jeder kann jetzt selber, er kann seinen Drucker machen, er kann sozusagen zu Hause hocken und sich seine ganze Welt selber machen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, dass wir eigentlich das wieder integrieren müssen. Wir müssen wieder zusammenarbeiten, lernen, aber auf einer völlig anderen Basis, auf einer freien Basis. Und da geht es eben nicht mehr mit Zwang, sondern da geht es jetzt wirklich um Freiwilligkeit und um Commons. So. Ich finde das, weißt du, wenn du das hörst, was du sagst, was du und so. Mir geht das dann auch immer nochmal so, dass ich merke, hey, das Grundeinkommen ist sowas von normal. Das klingt so utopisch. Aber es ist so dermaßen normal. Wir haben diese Entwicklung. Wir haben das erreicht, was im Digitalen jetzt gemacht werden kann.
Und wir haben viel mehr ganz ruhig und normal Fragen nach dem, wie gehen wir miteinander um, wie sind Beziehungen, wie ist das in der Welt mit dem Klima, wie ist das mit der Erziehung, was brauchen Kinder heute eigentlich. All diese Dinge, wie ist das Soziale, wie ist unser Verhältnis zur Welt, wie verhindern wir, dass die einfach explodiert oder auseinanderfällt oder schmilzt oder so. Diese Sachen, die sind so normal einfach die Arbeit geworden und nicht mehr, dass wir viel schaffen müssen, damit ein Stuhl da ist oder ein Brot da ist. Wobei überall die Qualitätsfragen wieder reinkommen. Also man merkt doch so ganz nüchtern, und das ist überhaupt nicht ideologisch, dass sich das, was Arbeit ist, immer mehr auf das bezieht, was spezifisch menschlich ist. Und was nicht spezifisch menschlich ist, das nehmen die Maschinen einem immer mehr ab. So, und dass dafür ein anderes Bewusstsein auch herkommen muss, was Einkommen anbelangt. Das finde ich wiederum so simpel, dass man sagen muss, also wir krempeln ja nicht alles rum. Alle sollen schön reich werden können und wie auch immer, und man verdient auch Geld und Geld ist auch Anreiz. Aber die Lebensbasis, die ist nun heute wirklich kein Problem mehr und die brauchen wir und die muss freigegeben werden als Recht, so wie irgendwann Meinung als Recht freigegeben wurde oder Wahl als Recht freigegeben wurde. Ich finde, in diesem Kontext eigentlich all der Projekte, auch was vorher war, da wird so mir immer auch nochmal so deutlich, es ist überhaupt nicht utopisch. Es ist nur ganz bodenständig vernünftig, ein Einkommen bedingungslos in der Höhe des Lebens notwendig, weil sich Welt ändert, weil auch Individualität sich ändert, Familie sich ändert und so weiter. Ein Bewusstsein von Arbeit entsteht. Das Bewusstsein, das heute hier geäußert wird, das gab es nicht vor 50 Jahren. Aber heute. Ich möchte die Runde gerne öffnen. Da kommen schon die ersten Fragen. Ich habe eine Frage an Roman Jurt. Und zwar also im ganzen Zusammenhang mit diesen digitalen Informationen, die man teilen, und dann sagt man, ja, die kann man unendlich vermehren und so weiter, kann man ja irgendwie, aber die Basis schlussendlich sind immer noch Materialien jedes Computers, jedes Ding, das ich herstelle. Und da ist meine Frage nach den Ressourcen, weil das ist schlussendlich das Problem, das wir auf dieser Erde haben. Also die Dinge, die in einem Computer drin sind, werden heutzutage immer noch von irgendwelchen Arbeiten, die ausgebeutet werden, irgendwo hergeholt. Und da ist meine Frage, wenn das mit diesen Fabers und so, ich finde das auch toll, aber wir müssen auch die Ressourcenfrage lösen, sonst bringt es uns nicht. Ist das ein Thema bei euch? Ja, also einerseits ist es ein Thema, dass wir jetzt momentan einfach im Fablet auch verschiedenste Materialien brauchen, und ich bin auch nicht unbedingt glücklich, dass es da irgendwie Verschwendung gibt und so zum Beispiel. Aber ich kann vielleicht noch mindestens ein positives Ding, kann ich mal sagen, wenn man so nochmal auf diese 3D-Druck-Thematik kommt. Wenn heute Dinge hergestellt werden, dann werden die meistens hergestellt, indem das irgendwo zum Beispiel etwas weggefräst wird. Oder es entsteht auf alle Fälle bei der Produktion, entstehen Abfälle. Und wenn man so diese auftragenden Produktionsweisen anschaut, eben so in Layern, Aufschichten, Kunststoff beispielsweise, dann wird zumindest nur das Material gebraucht, das man effektiv am Schluss an seinem Teil dran hat. Und es gibt natürlich auch neuere Materialien. Wir drucken jetzt bei unseren Drucken zum Beispiel mit PLA, das ist Polylactose-Acetat. Das ist nicht auf Erdöl basierend, sondern auf Stärke. Das ist biokompatibel, also in 10 Jahren wird sich das irgendwo auflösen. Solche Dinge sind im Gange, und natürlich ist es immer eine Frage, wenn jetzt plötzlich alle irgendwo zu Hause einen Drucker haben, dann haben wir eben das Problem, löst sich nicht einfach mit so einem technologischen Ding wie einem, ja. Ich bin auch der Meinung, wir haben heute in der Computerindustrie sehr problematische Ressourcensituation und auch eine sehr problematische Ausbeutungssituation in der Produktionskette. Ich habe aber als Physiker wenigstens eine gewisse optimistische Perspektive, insofern als die zentrale Sorte von Ressourcen, die wir benötigen, sind Silizium. Davon gibt es 70% in der Erdkruste. Und wir wissen rein physikalisch, dass der Energiebedarf eines Computers asymptotisch auf Null gesetzt werden kann, sobald die Nachfrage genügend stark ist, kann es beliebig nah an Null angenähert werden, weil eben nur Information verschoben wird, aber keine Energie.
Insofern denke ich, ja, es ist ein Problem heute und wir sollten viel dazu zu tun, damit diese Probleme kleiner werden. Aber es gibt eine gewisse optimistische Perspektive. Wir müssen nicht aufhören mit der digitalen Revolution, um diese Probleme zu lösen, sondern wir können sie eventuell nutzen, um bei der Lösung der Probleme mitzuhelfen. Ich glaube, mit Ausnahme von Roman ging es bei allen vier, bei den anderen drei ging es vor allem ums Geld. Und wir sind zwar hier in einem Saal, wo der Mainstream nicht vertreten ist, uns ist das Geld vielleicht etwas weniger wichtig. Wir sind, wie der Daniel gesagt hat, vielleicht auch mit Kartoffeln zufrieden, aber die Welt ist es nicht. Und wenn man da hinausschaut, dann sieht man, dass doch ziemlich hart um Geld gekämpft wird. Es werden auch Kriege geführt, also das ist keine Sache, die einfach so da ist und mit der man, die so funktioniert, wie sie eigentlich funktionieren sollte. Und Jens hat gesagt, es braucht ein neues Betriebssystem für das Geld und ich bin ziemlich überzeugt, dass wir ohne das nicht aus diesem Saal herauskommen und den Mainstream nicht erreichen. Das ist eigentlich gar keine Frage, sondern einfach. Und das Grundeinkommen. Auch keine Resignation. Und das Grundeinkommen für dich in diesem Zusammenhang, also wir wissen, du bist einer der in Sachen über das Geld nachdenken schon ich sehr weit. Ich habe mit Enno ein öffentliches Streitgespräch geführt. Die Sache ist für mich erledigt. Also ich möchte nicht darauf zurückkommen. Ich habe andere. Ich denke, ein zinsfreies Geld ist. Es braucht ein neues Betriebssystem für die Wirtschaft. Es braucht neues Geld. Es braucht zinsfreies Geld. Ohne das kommen wir nirgendwo hin. Also wenn man das zu Ende denkt, anders geht es nicht. Grundeinkommen ist Vorstufe. Und ist auch, um die Leute ein bisschen lustig zu machen, mit einem zinsfreien Geld arbeiten wir auch nur 2 bis 3 Stunden pro Tag und dann ist Feierabend, wie es im Mittelalter fast war. Da hat man 150 Tage frei gehabt, tatsächlich, Blauer Montag zum Beispiel und so weiter. Riesiges Thema, kann man abendfüllend darüber sprechen. Ich wollte einfach das Statement von Jens, dass es ein neues Betriebssystem für die Wirtschaft braucht, es braucht ein neues Geld, wollte ich einfach aus meiner tiefsten Überzeugung noch ein bisschen. Mit 3 Ausrufezeichen. Genau, passiert. Dankeschön. Danke. Genau, ich kann das ganz kurz ergänzen. Sorry, ich würde auch gerne kurz was sagen. Man kann das selbstverständlich kombinieren, also das ein neues Geldsystem. Also wir sind zum Beispiel, eines unserer Projekte ist, wir versuchen ein Modell, also wir sind dran, ein Modell zu entwickeln, wie man ein neues Geld mit einem Grundeinkommen kombinieren kann. Also sozusagen das neue Geld nach neuen Regeln hat eben schon ganz viele Möglichkeiten, ein Grundeinkommen einzubauen, die im bestehenden Geldsystem sehr, sehr schwer fallen. Also auch das, also da kann ich nur sagen, das fällt einem sogar noch leichter, wenn man das kombiniert. Das will ich auch nur eben kurz ergänzen, weil das stellt ja die Machtfrage. Und Grundeinkommen ist für mich eben das erstmal das einzig reale Mittel, wenn man wirklich was ändern will. Wenn man wirklich was ändern will, weil es nicht konfrontativ irgendwo gegen eine Burg rennt oder eine Wand rennt, wo man nur verbluten kann, sondern weil es jeden einzelnen Menschen mehr ermächtigt. Und die Frage mit den Zinsen, die ist dann ganz wichtig. Dann kommt das mit den Komplementärwährungen nochmal, auch ganz wichtig. Dann kommt auch die Frage Reich und Arm, Schere geht auseinander. Dann kommt aber nicht, dass man irgendwie ein bisschen an einem Schräubchen dreht, sondern dass man da mal hinguckt, kann das überhaupt ein solches Eigentum an Produktionsmitteln geben? Und dann ist eine Gesellschaft da, die verändern kann. Darum halte ich das Grundeinkommen für den richtigen Weg, um diese wirklich notwendigen, auch viel weitergehenden Sachen dann anzugehen. Ich habe eine Frage dazu, weil, also wir sind ja, wenn wir es nach Beuys denken, haben wir ja eigentlich das Zeitalter erreicht, dass jeder Mensch ein Künstler ist. Weil ein Manager bezeichnet sich schon als kreative Arbeitskraft und der ist eben schon auch Künstler. Was ich als sehr absurd halte. Und jetzt frage ich mich halt, wie holt man dann diese Menschen ab? Und es ist ja auch, also Macht ist ja im Grundeinkommen sozusagen eigentlich keine Frage mehr, denn es geht ja darum, dass jeder für sich selber entscheidet. Also ich kann, es geht ja auch nicht darum, dass ich rausgehe und sage, hier, das ist die beste Lösung, das machen wir, sondern mich, also ich stelle mir die Frage sozusagen nach einer Vermittlung, wie erreicht man denn diese Menschen? Und dann ist eine Frage nach 20 Jahren Arbeit, also Beschäftigung sozusagen mit Arbeit, was kam denn dabei raus und wie kann man das sozusagen
verbinden. Ich selber komme aus der Kunst und ich frage mich halt selber einfach, okay, was ist eine gute Vermittlung dafür? Soll ich was sagen? Ja, also 20 Jahre haben einfach sehr viel Erfahrung gebracht und der Zugang zu Menschen, die vielleicht eben, die jetzt nicht hier sitzen, die irgendwo in den Etagen obendran sind, also der Zugang erfolgt eigentlich von meiner Seite her gesehen dadurch, dass man eben, dass die sozusagen die normalen Leute einfach diese Geschichten mal diskutieren und ihr Bewusstsein verändern. Und die sogenannten Führungspersonen, die sind eigentlich, wenn man es genau anschaut, sind eigentlich die abhängigsten, die haben am meisten Angst, die sind am meisten eingekapselt hinter ihren Geldwänden. Haben am meisten zu verlieren. Haben am meisten zu verlieren und so. Und wenn die sehen, dass da unten ihnen die Fälle wegschwimmen, dann sind die schnellsten, die ihr Fähnlein in den Wind stellen. Aber klar, es ist, ich meine, es ist so eine Behauptung von mir, aber ich denke, die können eigentlich nichts dagegen machen. Aber sie haben natürlich alle Bemühungen, das so lange wie möglich hinauszuziehen. Also nach 20 Jahren den Enthusiasmus oder den Glauben an deine Idee nicht verloren? Nein, also ich überhaupt nicht. Ich glaube, im Moment, man kann auch zyklisch denken, also diese 20 Jahre sind nicht einfach linear. Und da gab es in den 90er Jahren mal eine Zeit, wo diese Ideen ein bisschen Hochkonjunktur hatten, Kraftwerk 1 war so ein Stichwort. Dann gab es eine Depression dieser Ideen bis vielleicht vor 2-3 Jahren und jetzt ist wieder was los. Und ich freue mich natürlich, dass man da wieder was unterstützen kann. Kennen wir dann wieder die Crash-Diskussion, inwiefern die wichtig ist. Aber das ist auch zyklisch, wie wir uns da denselben Themen wieder begegnen. Herr Fred gibt bereits Zeichen, dass wir langsam aber sicher zum Ende. Es ist eure Essenszeit. Ja, also ich denke, wir nehmen, das ist ja spannend und ich denke, wir sollten noch 2-3 Inputs, wenn es die denn gibt, mitnehmen. Es ist schon ein bisschen länger her, als das Thema mit dem Urheberrecht und wieder die Fetzen angesprochen wurde. Und ich glaube, dass das Grundeinkommen sicher sehr viel Entspannung da in diese Thematik reinbringen kann und auch die digitale Allmende, überhaupt die Allmende, die Open Sources. Aber ich glaube, ein Themenkreis muss hier doch auch noch angesprochen werden, nämlich dass es nicht alles nur von Geld abhängig ist, sondern wirklich auch von Bewusstsein. Und solange wir so quasi als Egomanen konditioniert sind, die wirklich unglaublich identifiziert sind mit all dem, was wir machen und leisten und wie wir die Besten sind und rausstechen können in diesem Konkurrenzfeld, solange bleibt das bestehen. Ich glaube, es braucht auch eine geistige oder spirituelle Bewusstseinsentwicklung, die geht sicher einher mit der materiellen, eben mit dem Grundeinkommen oder mit anderen Geldsystemen. Aber man darf das nicht völlig ausklammern. Ich denke, auch die spirituelle Entwicklung ist da ein Thema und dass wir eigentlich auch eine andere Identität haben, als nur diese Markenzeichen quasi. Will niemand etwas dazu sagen? Sind alle einverstanden? Schönes Schlusswort. Dann knurrt der Mann. Doch, du hast noch was sagen wollen. Schon länger. Davor. Schon fast ein Teil, weil es ist eine echte Detailfrage, die für mich aber wichtig ist. Also statt einem globalen Schlusswort noch eine Detailfrage zum Schluss. Das ist auch gut, weil der Weg ist lang. Eigentlich primär an Hartwig. Mich beschäftigt es einfach, gibt es so etwas wie Share Alike? Lizenzen, aber für Patente. Also im Sinne, dass wenn jemand auf einem Patent aufbauen will, das man so gekennzeichnet hat, seine Nachfolgeentwicklung auch unter dieser Lizenz bringen muss. Ich bin der falsche Adressat, ja. Das ist jetzt der richtige. Arduino und ähnliches. Also wenn es jetzt technisch. Wie kompetente Auskunft. Also eine Creative Commons Lizenz Version 3, Share-alike, zum Beispiel Non-Commercial, beschreibt eigentlich auch, dass man eben, wenn man etwas gemacht hat, das muss jetzt nicht ein Patent sein, weil ein Patent
ist per se nicht unbedingt vereinbar mit so einer Lizenz, würde ich jetzt mal sagen. Nein, aber es ist ein physikalisches Objekt, das du schützt, eben nicht über Patent, sondern durch eine Lizenz. Also ich schlage vor, ehrlich gesagt, dass ihr das zu dritt untereinander ausmacht. Also ich will da nicht, aber ich empfehle Arduino einzugeben in Google.